Tut mir leid, Willi, dass ich dich noch einmal belästigen muss in deiner wohlverdienten ewigen Ruhe. Aber es brennt mir so viel auf der Seele und die Gespräche mit dir, die waren immer so schön unbesonnen, so gar nicht politisch korrekt. Und so wie wir zwei immer miteinander geredet haben, denken viele. Nur man tut das nicht mehr allzu laut, Willi. Das Land ist geistig und sprachlich nicht mehr wiederzuerkennen. Es herrscht Krieg, Willi. Und es ist auch unser Krieg. Und ich bin genauso verwirrt wie alle anderen und ich habe natürlich auch keine fertigen Lösungen parat. Ich muss mich einfach mal mit jemandem aussprechen und ich will dir erzählen, wie das alles so weit gekommen ist. Ein paar wahnsinnige, verblendete, gehirngewaschene Verbrecher haben am 11.09. das World Trade Center mit Verkehrsmaschinen in die Luft gejagt und über 3000 Menschen hingemetzelt. Entsetzlich. So viel Leid, so viele Tränen, Hinterbliebene, deren Leben nie mehr so sein wird wie vorher. Alle trauern, auch Deutschland trauert, wie nie zuvor, öffentlich und medienwirksam. Da hat sich ein richtiges Trauermanagement entwickelt. Und da, Willi, kommt mir nun doch manches befremdlich vor. Mir erschienen nämlich meine Mitbürger in den letzten Jahren gar nicht so mitfühlend. Keiner hat öffentlich so getrauert, als 200.000 Iraker im Golfkrieg starben. Als Millionen Afrikaner in Ruanda erschlagen und verstümmelt wurden. Sicher, das ist alles sehr weit weg. Und viele sagen, das geht uns nicht so nah. Aber wäre es jetzt nicht an der Zeit, den Schrecken zum Anlass zu nehmen, mal wirklich nachzudenken? Oder verbieten wir uns dieses Nachdenken deshalb, weil es uns zwingen könnte, unsere buchstäblich überflüssige Lebensweise zu überprüfen? Vielleicht sogar zu ändern? Ist das Böse wirklich immer außerhalb von uns selbst? Kann es mit Waffen bekämpft werden? Ist Bin Laden jetzt der Teufel oder vielleicht doch nur ein ausgerasteter CIA-Agent? Und wenn das Böse nun wirklich mit Hilfe der NATO ausgerottet würde, käme da die katholische Kirche nicht in eine tiefe Sinnkrise? Streubomben und Daisy Cutter, ist das die rechte Art, um der sogenannten unzivilisierten Welt unsere Zivilisation schmackhaft zu machen? Welche Freiheit verteidigen wir denn so vehement? Die des Geistes oder vielleicht doch nur die des freien Marktes? Und vernichten wir jetzt nicht mit immer neuen Antiterrorgesetzen genau das, weswegen unsere Demokratie zu Recht verteidigt werden sollte? Ist man deswegen schon anti-amerikanisch, weil man sich die gleichen politischen Sorgen macht wie vor dem 11. September? Macht dieser Anschlag jetzt alle Verbrechen der Bush-Familie, der amerikanischen Außenpolitik und des CIA ungeschehen? Mein Gott, ich bin doch auch gegen Terrorismus und kein Volk der Welt hat die Taliban oder die Mörderbande der Nordallianz als Herrscher verdient. Aber hat man sie vorher erst alle bewaffnen müssen? Also gut, Eliteeinheiten gegen die Achse des Bösen. Aber warum nicht auch dann in die Deutsche Bank, in die Pharmakonzerne und nach Liechtenstein oder auf die Bahamas? Haben wir nicht die beste aller Gesellschaftsformen, heißt es immer wieder. Und alle nicken ergriffen, als müsste nicht auch das beste System immer wieder erneuert werden. Als müsste man nicht immer bereit sein, sein Weltbild in Frage zu stellen. Wie perfekt ist denn nun dieses Beste aller Systeme wirklich? Nur weil es hierzulande den meisten finanziell noch ganz gut geht? Aber bitte, was soll man machen gegen hemmungslos spekulierende Fondsmanager? Gegen das organisierte Verbrechen an der Biosphäre? Gegen 30 Millionen Verhungernde jährlich? Und einige Millionen nur aus Ernährungsmangel blind geborener Kinder? Wer kämpft noch gegen den Ausnahmezustand der benutzten Natur? Kein Tier, kein Baum, kein Fluss, kein Meer besitzt noch irgendeinen Wert in sich selbst. Sie alle sind entwertet durch die Tatsache, dass sie kein Geld sind. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Kannst du dich an diesen Adorno noch erinnern, Willi? Es gibt keine Insel des Glücks in einer Welt voller Leid. Und jetzt werden sie da alle an, Songschatzen an, den Moralisten, den Bäcker. Aber du weißt es, Willi, du bist mein Zeuge, ich hasse die Moral.
Wenn moralischer Eifer im Spiel ist, fängt man an, sich die Köpfe einzuschlagen. Ich will nur nicht aufhören, nach der Wahrheit zu suchen. Und angeblich ist ja nichts mehr, wie es war, aber es wird weiter getötet und gefoltert, gelogen und geschmiert. Kinder werden zur Arbeit an westlichen Nobelmarken ausgebeutet. Kinder, die einzig wirklich immer unschuldigen Opfer, warten weiter auf Väter und Mütter, die nie mehr heimkehren werden, werden von Minen zerfetzt, taumeln mit aufgeblähten Hungerbäuchen der Verwüstung entgegen. Und wenn jetzt auch alle im Sieg der mörderischen Nordallianz und der USA ihre Bestätigung dieses Krieges gegen Afghanistan sehen, ich kann der Auswahl der Bilder, mit denen ich überflutet werde, nicht mehr glauben. Welche Bilder des Elends werden hinter denen des Jubels ausgeblendet? Tausende sind durch die Bomben der USA getötet worden, Millionen verletzt und auf der Flucht. Blindgänger und Minen machen die ganze Region unbewohnbar. Und nun wird die Allianz derer, die der Welt zuerst das Böse bescheren, um sie dann davon zu befreien, bei jedem zukünftigen Krieg auf den militärischen Erfolg in Afghanistan hinweisen. Ein perfekt inszenierter Mythos. Wie weit wird das noch gehen? Somalia, Libyen, Nordkorea und natürlich der Irak. Die Amerikaner stellen weniger als 5% der Weltbevölkerung und verbrauchen 25% der Welterdölproduktion. Wie bedingungslos solidarisch muss man eigentlich sein mit der Politik eines Landes, das sich an keine internationalen Verträge hält, dessen Präsident nur mit Hilfe von Petrodollars an die Macht gekommen ist und dessen Geheimdienst im Ausland foltern lässt? Und nun führt Sharon konsequent das weiter, was Bush vorgelegt hat. Jeder Einmarsch heißt ab jetzt Krieg gegen den Terror, aber dieser grausame und unmenschliche Terror eskaliert doch nur durch Krieg. Er kann durch Krieg nicht besiegt werden. Kein Krieg kann je gewonnen werden. Das, was sich hätte ändern müssen, hat sich nicht geändert, Willi, seit dem 11. September. Es sei denn, wir ändern uns. Jeder von uns. Es sei denn, jeder von uns erkennt, dass wir als menschliche Wesen, in welchem Teil der Welt wir auch zufällig leben oder welcher Kultur wir auch zufällig angehören, voll und ganz für den Gesamtzustand der Welt verantwortlich sind. Wir haben durch unser tägliches Leben dazu beigetragen und wir sind Teil dieser monströsen Gesellschaft mit ihren Kriegen, ihrer Brutalität, ihrer Gier, ihrem Leistungsdruck, ihrem Konkurrenzdruck, ihrem Neid. Und nur wenn wir das klar erkennen, nicht intellektuell, sondern so, wie wir Hunger und Schmerz empfinden, wenn wir klar erkennen, dass Sie und ich verantwortlich sind für die ganze Welt, dann werden wir endlich richtig handeln. Frieden ist nicht der Zustand zwischen zwei Kriegen. Und Frieden wird nicht durch Siege erkauft. Frieden braucht Mut. Mut zur Wahrheit und den Mut, sich selbst zu verändern. Gestern war St. Willi begraben. Und ihr werdet weiter und weiter und weiter und weiter da schwung.